Hallo und willkommen zu einem neuen Uni-Vlog von mir. Ich bin jetzt offiziell im vierten Semester. Ich habe jetzt auch eine neue Playlist unten angelegt, viertes Semester. Falls euch die anderen Semester interessieren, ich habe auch erstes Semester, zweites Semester und drittes Semester immer mitgefilmt, eigentlich so gut wie jeden Tag. Ich habe euch auch im letzten Video meinen Stundenplan gezeigt und auch auf Instagram schon. Ich habe jetzt diese Woche eigentlich richtig wenig Uni. Ich habe ja dieses Semester nur noch 4 Module, weil ich habe alle Pflichtsachen schon erledigt, außer eines, und zwar Wirtschaft integrativ verstehen. Das wollte ich eigentlich nächstes Semester machen, aber da ich dieses Semester ein Wahlmodul nicht bekommen habe, wegen der Punktevergabe, das ist hier ein bisschen kompliziert da, weil es extrem viele Studenten und Studentinnen gibt an meiner Uni. Und deswegen wird das so mit einem Punktesystem vergeben und da bin ich eh schon richtig happy, dass ich 3 Module bekommen habe, meine Wunschmodule, und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dass ich mich jetzt in der zweiten Vergaberunde für Wirtschaft integrativ verstehen anmelde. Dann habe ich alle Pflichtsachen hinter mir und dann habe ich nur noch Wahlmodule für das nächste Semester. Heute ist übrigens Dienstag und ich versuche die ganze Woche um 7 aufzustehen, also 7 ist für mich voll die gute Uhrzeit. Und dass ich dann einfach wieder gut in den Rhythmus reinkomme und früher schlafen zu gehen. Und genau, ich schreibe mir heute ein paar To-Dos auf, die ich so ein bisschen länger für mich hingeschoben habe. Zum Beispiel neue Linsen kaufen. Also ich war ja beim Optiker und ich brauche neue Linsen und da muss ich heute anrufen. Das schreibe ich mir jetzt gleich auf. Dann habe ich heute Mittag mit meiner Schwester ausgemacht. Da freue ich mich schon richtig drauf. Wir gehen Mittagessen. Und dann wollte ich noch ins Fitness gehen und so ein paar Sachen für YouTube machen und so. Aber eher alles so ein bisschen cozy. Das Wetter ist heute auch nicht wirklich schön. Genau, ich zeige euch dann so meine Ziele, die ich mir vorgenommen habe fürs neue Semester. Weil ich möchte dieses Semester ein paar Sachen anders machen und anders angehen als das letzte Semester oder die letzten Semester. Ich nutze heute ein bisschen den Tag, um mein Semester zu planen. Also ich wusste ja vor einem Monat, als ich alles geplant habe oder als ich so Ferien und so eingetragen habe, wusste ich ja nicht, wie mein Stundenplan aussieht, und das mache ich heute. Ich habe mir das so überlegt, dass ich alle Termine, weil ich mag es mega gerne, wenn ich Sachen aufschreiben kann, ich werde einfach meinen Study Planner benutzen, also meinen 2021-22. Der ist gerade übrigens auf Etsy vergünstigt, falls ihr den noch haben wollt. Da werde ich alle meine Termine eintragen und ich benutze Notion, um mir eine Übersicht zu machen über die Deadlines und so. Ich habe jetzt mal in meine Kurse reingeschaut und ich habe gefunden, dass manche sogar den Syllabus schon online gestellt haben. Das heißt, ich kann mir jetzt eine kleine Übersicht machen. Ich glaube, es hat nur eine den Syllabus online gestellt, aber da stehen auch alle Deadlines drinnen. Da steht, dass ich einen Essay abgeben muss, eine Präsentation, noch eine Präsentation, eine Klausur und einen Blogbeitrag. Ich mag das voll, wenn ich mich darauf einstellen kann. Und genau, das lese ich mir jetzt in Ruhe durch und dann mache ich mir eine Übersicht und ich zeige es euch dann. Ich bin mir selber noch nicht hundertprozentig sicher, wo ich was hinschreibe, aber ich zeige es euch auf jeden Fall dann. So, ich habe jetzt hier eine Übersicht gemacht. Ich habe mir jetzt einfach den Syllabus durchgelesen und hier die wichtigsten Informationen hingeschrieben, also wie die Note entsteht, dann die ganzen Zeiten. Ich muss übrigens heute meine Nägel machen, damit ich das so abhaken kann. Das habe ich letztes Semester auch gemacht. Hier seht ihr das. Hier zum Beispiel, und das fand ich richtig praktisch, weil man da einfach voll die gute Übersicht hatte. So, genau. Und ich habe das jetzt so gemacht, dass ich habe ja hier auf Notion ist meine neue Lieblings-App, falls ihr das letzte Video verpasst habt. Ich habe hier nämlich so einen Ordner erstellt mit viertes Semester. Da habe ich mir einerseits meine Ziele aufgeschrieben, was möchte ich erreichen, habe ich dann drunter meine Ziele aufgelistet. Und dann habe ich hier für jedes
Modul eine eigene Page entwickelt. Ich habe eben noch gar keine Informationen über die beiden und das vierte Modul bekomme ich erst morgen. Und hier habe ich aber schon mal reingeschrieben, zum Beispiel habe ich mir hier den Syllabus reingemacht. Das heißt, wenn ich hier rauf drücke, kommt sofort der Syllabus, was richtig praktisch ist. Dann muss man sich das nicht immer runterladen. Genau, dann habe ich mir hier eine eigene Seite zum wissenschaftlichen Blog gemacht. Das heißt, ich schreibe einfach hier den wissenschaftlichen Blog und hier den Mini-Essay. Und dann habe ich mir gedacht, mache ich hier noch eine Zeile dann mit Deadlines. Aber das weiß ich jetzt noch nicht genau, deswegen warte ich da noch. Und genau, ich finde das so eigentlich richtig übersichtlich und finde das System eigentlich so ganz gut. Also wie gesagt, das ist mein Semesterplaner. Da habe ich hier meine Übersicht, also Wintersemester-Übersicht. Und genau, jetzt habe ich schon den Oktober geplant. Da habe ich jetzt einfach meine Vorlesungen eingetragen. Und genau, wenn man dann irgendwo raufdrückt, zum Beispiel hier, kann ich den einzelnen Tag noch planen. Ich wollte euch noch sagen, dass eine Zuseherin von mir ein Online-Buch, also ein E-Book rausgebracht hat. Das ist kostenlos. Ich kann euch den Link unten verlinken. Da geht es darum, wie man seinen Weg findet und wie man, also einfach so ein Ratgeber quasi, zur Berufswahl geschrieben. Das heißt, für alle, die gerade so ein bisschen unsicher sind, was sie werden wollen, ist der Ratgeber eigentlich ganz gut. Es ist jetzt keine Werbung. Ich unterstütze sowas einfach mega gerne. Und die hat da auch eine Spendenaktion mit dabei von UNICEF. Also falls ihr euch das anschauen wollt, packe ich euch den Link unten in die Infobox. Leute, ich habe so viel erledigt jetzt, dass ich schon so lange aufgeschoben habe, also so Telefonate und so. Und ich war gerade richtig im Flow drinnen. Und ja, also für mich ist Telefonieren nichts, also ich habe keine Angst vom Telefonieren oder so, weil das ja auch mega viele haben. Mir macht das eigentlich gar nichts aus, aber ich mag diese kleinen Aufgaben einfach nicht, weil, keine Ahnung, ich brauche da irgendwie immer ein bisschen Zeit. Aber wenn man dann mal so im Flow drinnen ist, dann ist es ja eh mega schnell erledigt. Ich mache mir jetzt ein Frühstück. Jakob und ich haben uns Brot beim Bäcker geholt am Montag oder am Sonntag. Sonntag, glaube ich. Das habe ich euch eh im letzten Video gezeigt. Das ist so Brot, was eigentlich weggeschmissen wird, aber das ist immer noch richtig gut. Teilweise war das Brot auch noch warm, also gerade frisch gebacken. Und da mache ich mir jetzt einfach ein Marmeladenbrot und lege mich ein bisschen auf die Couch, weil irgendwie habe ich heute ein bisschen Kopfweh. Yummy! Das esse ich jetzt und schaue irgendwie irgendwas auf YouTube oder so. Ich mache mir heute einen richtigen entspannten Tag. Jetzt mache ich mich fertig. Ich esse jetzt noch Mandarinen. Leute, die Mandarinen sind schon so gut. Dann treffe ich mich jetzt mit meiner Schwester in der Stadt. Ich finde meinen Gürtel nicht mehr. Ich muss den jetzt mal richtig suchen. Deswegen habe ich jetzt diese Hose anziehen müssen, weil ich habe die eine Hose von Armed Angels, wo ich keinen Gürtel brauche, in der Wäsche. Deswegen, genau, muss ich jetzt wieder die Hose anziehen. Mein Outfit ist heute echt nicht so spektakulär. Irgendwie fühle ich mich auch nicht so. Kennt ihr die Tage, wo man einfach unzufrieden ist mit jedem Outfit? Das habe ich heute. Ich hoffe, es ist nicht allzu kalt draußen. Ich habe jetzt mir auch einen Blazer bestellt bei ASOS, bei der nachhaltigen Kollektion oder Seite. Ich bin mal gespannt. Ich brauche echt so einen coolen Blazer. Ich habe irgendwie echt so wenige Jacken. Aber ja, ich bin angezogen. Ich bin wieder back at home. Ich war jetzt mit meiner Schwester essen. Ich habe gar nicht mitgefilmt. Ich vergesse das meistens, wenn ich mich mit irgendjemandem treffe. Aber es war richtig fein. Und ja, jetzt bin ich eigentlich die ganze Zeit so mehr oder weniger auf der Couch gelegen und habe einen Podcast gehört. Ich habe nämlich heute ein bisschen Kopfschmerzen und deswegen habe ich gerade so ein bisschen runtergefahren, habe auch viel getrunken und jetzt geht es mir eigentlich wieder gut. Und ich habe mir vorgenommen, um 3 circa ins Fitnessstudio zu gehen und mich mal so richtig auszubauen. Heute Abend treffe ich mich dann auch noch mit einer Freundin. Ich habe irgendwie zurzeit mega gelernt oder umgesetzt, so auf mich und meinen Körper mega zu hören. Und ich mache mir nämlich selbst mega oft Druck und Stress, was auch so, auch was Social Media betrifft und so weiter. Aber ich habe jetzt für mich entschieden, dass meine Gesundheit und alles ganz an erster Priorität ist und habe auch so ein paar Sachen umgesetzt. Also
Ich möchte auf jeden Fall einen kompletten Rest-Day machen in der Woche. Also, dass ich dann nichts für die Uni mache und nur Sachen mache, die für mich wichtig sind und die mir gut tun. Ich möchte auch am Abend das Handy weglegen und ich zeige euch auch auf jeden Fall meine Abendroutine. Die hat sich nämlich auch geändert in letzter Zeit und das tut mir einfach richtig, richtig gut. Und mein Ziel ist es jetzt mit diesem Kanal zwar zu motivieren und Leute dazu anzutreiben, so produktiv zu sein wie möglich und so weiter. Ihr wisst also einfach so meinen jetzigen Content. Aber ich möchte euch auch zeigen, dass es am allerwichtigsten ist, dass man auf die eigene Gesundheit am allermeisten hört. Und ich möchte quasi so ein Mittelding finden, dass man sich nicht schlecht fühlt, aber trotzdem inspiriert und motiviert fühlt. Kleiner Tipp, ich versuche immer, wenn ich das Haus verlasse, schnell 5 oder 10 Minuten alles aufzusammeln, was ich sehe und alles aufzuräumen, weil ich liebe es, nach Hause zu kommen und es ist alles schön aufgeräumt und deswegen mache ich das jetzt. Also immer, wenn ich das Haus verlasse oder halt die Wohnung besser gesagt, dann räume ich einfach alles ganz schnell auf. Ich bin jetzt fertig mit dem Fitness und ich fahre jetzt schnell zum DM, weil ich möchte mir noch so einen Silber-Shampoo kaufen, weil meine Haare da oben mir ein bisschen zu warm sind. Und genau das mache ich jetzt schnell, bevor ich in den Berufsverkehr komme. Es ist jetzt 4:30. Kleiner Haul, ich habe mir hier so eine Backmischung gekauft, Dinkel Pancakes. Mit Zartbitter-Schokostücke, das habe ich noch nie probiert, aber ich dachte mir, das sieht irgendwie richtig gut aus. Werde ich jetzt auch mal probieren die Woche. Dann habe ich mir eine Sofortbildkamera gekauft. Die waren immer ausverkauft und Jakob und ich wollten das immer, wir wollten jede Date Night, die wir haben, ein Sofortbild machen, weil ich finde das irgendwie richtig süß. Und genau, das habe ich jetzt mitgenommen. Dann, das habe ich jetzt schon oft, also das Duschgel habe ich jetzt schon oft gehabt. Das ist aus 100% recyceltem Material. Genau, das riecht ganz gut und deswegen habe ich das nochmal nachgekauft. Und dann habe ich hier einmal von Balea, weil die von Balea sind eigentlich immer ganz gut. Einfach so ein Silber-Shampoo und dann schauen wir mal. Also ich wasche heute meine Haare mal mit dem und dann schaue ich, ob der Gelbstich ein bisschen weggeht. Ich fahre jetzt heim, gehe duschen und dann treffe ich mich mit einer Freundin. Wir wissen noch nicht ganz genau, was wir machen. Vielleicht gehen wir spazieren oder wir treffen uns irgendwo. Mal schauen, aber ich gehe jetzt auf jeden Fall heim. Vorher... Und nachher, meine Haare sind noch nass, aber ich habe sie hier vorne mal geföhnt. Ich kann jetzt irgendwie nicht wirklich so einen richtig krassen Unterschied erkennen. Ein bisschen schon, aber jetzt nicht extrem. ich lasse die anderen Haare jetzt mal Luft trocknen. Und es ist heute mega schlechtes Wetter angesagt und ich glaube, es regnet auch jetzt schon. Und meine Freundin und ich haben unser Treffen jetzt auf morgen verschoben, weil wir wollten eigentlich heute spazieren gehen. Und wenn das Wetter so draußen ist, haben wir beide irgendwie keine Lust darauf. Das heißt, ich werde mich jetzt auch abschminken. Und genau, so ein paar E-Mails werde ich jetzt beantworten. Jakob hat jetzt gerade ein Pro-Seminar. Er kommt erst später. Ich bin jetzt fertig mit E-Mails beantworten und ich koche jetzt was. Oder was ich mir auch gedacht habe, ich habe mir solche Vollkornnudeln gekauft und ich mache einen Nudelsalat. Das wäre irgendwie auch ganz gut, aber I don't know.
Jakob ist jetzt wieder hier. Ich habe schon ein bisschen was gegessen. So sieht der Salat aus. Und wir schauen jetzt Young Sheldon. Das ist auf Amazon Prime. Und genau, eine Kerze habe ich auch angemacht. Als Nachspeise essen wir jetzt ein Stracciatella-Eis. Wir kaufen immer das von Hofer. Also von Aldi, das ist richtig gut. Und schauen jetzt nebenbei The Circle. Weil Young Sheldon, also irgendwas stimmt heute mit Amazon Prime nicht. Deswegen schauen wir jetzt The Circle. Ich habe vergessen, die Wäsche aufzuhängen. Das heißt, ich darf jetzt die Wäsche aufhängen noch. Ich bin echt so müde. Ich würde am liebsten schlafen gehen. Ich habe übrigens Jakobs Schuhe an, falls ihr euch gerade fragt. Bevor wir schlafen gehen, räumen wir einfach ganz kurz nochmal alles auf und machen alles ein bisschen sauber. Entweder mache ich das am Abend oder in der Früh. Aber ich möchte mir langsam angewöhnen, das einfach immer abends zu machen. Jetzt ins Bett. Ich filme jetzt nicht weiter, weil ihr bekommt am Sonntag eine Night Routine von mir. Deswegen beende ich hier auch diesen Vlog. Ich hoffe, euch hat dieser Daily Vlog gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Bye!